Ja. Können wir jetzt anfangen? Ich glaube schon. Sollst du? Will ich? Mir ist egal. Howdy Leute! Ich bin auch wieder da. Howdy! Er ist endlich zurück. Er ist endlich zurück. Endlich aus seiner Flitterwoche. Endlich sind wir wieder zusammen. Und endlich ist das richtige Traumpaar wieder am Start. Entschuldigung, Lisa. Aber der haut auch bald ab. Ja, aber alleine. ja, wir haben es jetzt endlich mal wieder geschafft. Es ist Sonntag. Es ist nicht ganz so schönes Wetter. Es ist ein bisschen trüb. Aber zum Glück nicht so heiß. Hoffentlich fängt es nicht noch an zu regnen. Haben uns dazu entschlossen, heute eine kleine Tour zu laufen, knapp 10 Kilometer. Und zwar diese Tour, eine schöne Traumschleife. Sieht vielversprechend aus mit ein paar Ruinen unterwegs und so weiter. Und wenn ihr euch das gerne angucken wollt mit euch, dann bleibt dran. Wir freuen uns drauf, endlich mal wieder draußen zu sein. Yeah. Und jetzt geht's los, oder? Sowas von, bleibt dran. Viel Spaß. Yeah. Hier ist ein Besucherbergwerk. Wir sind gar nicht weit von zu Hause weg. Ich habe davon nie was gehört. Aber ja, cool, interessant. Werden wir auf jeden Fall auch mal in naher Zukunft in Angriff nehmen. Denn Ben ist es egal, ob es Wasser gibt. Und was es hier noch gibt, ist ein Keltendorf. Das stand jetzt, dass man hier Tickets kaufen kann. Aber ja, hier ist, wie man sieht, zu. Aber vielleicht kann man das Keltendorf auch anders ankicken, wa? Wir gucken mal, ihr seid dabei. Ja Leute, ihr seht, eine riesige keltische Anlage, ein keltisches Dorf aufgebaut. Leider ja, ist zu, kommen wir nicht rein, aber cool ey. Also hier müssen wir definitiv sowas von nochmal hin. Echt klasse, schön hier. Ja, hier ist direkt neben dem Weg wieder ja, weiß nicht, dass mal ein Gebäude war. Aber so eine Ansammlung sieht aus wie, ja, sind Schieferplatten auf jeden Fall. Und sieht aus, wie wenn das mal ein kleines Gebäude gewesen wäre. Ich muss noch den Print darstellen. Also ich stehe jetzt quasi auf einer Außenwand. Und ja. Also man muss eigentlich sagen, dass der Weg bisher sehr viel zu sehen bietet. Ja, also man kann auf dem Weg wirklich richtig viel machen. Sei es jetzt dieses Bergwerk
oder das Keldendorf sich angucken, was wir definitiv noch machen werden. Das war richtig toll. Und ja, überall ist irgendwie was zum Lesen und ja, ganz schön. Wir mussten eben ein relativ großes Stück asphaltierter Weg gehen, das war nicht ganz so toll, aber ja, jetzt sind wir wieder im Wald. Es war auf einem breiten Weg, ja, wie ihr im Hintergrund vielleicht erkennen könnt. Aber ja, man läuft ganz schön eigentlich. Cheese. Ja, wir haben jetzt eben zum vierten Mal ja, dieselbe Leute getroffen und wir haben noch kurz zusammengesessen jetzt hier und jetzt gibt es echt mal feine Frühstückspause an der Ruine, die ihr eben gesehen habt. Und was gibt es? Es gibt Käse und es gibt Zwiebeln und es gibt Tomate und es gibt Kräutersalz. Yeah! Wo ist denn der Hund? Hinter dir. Ja, der ist da. Der hat auch was geriet. Ja, es wird echt mal fein was gefuttert. Und mal ein bisschen ausgeruht, weil eben war echt ein Mörderanstieg. Aber gut. Schön ist es. Aber der ist voll lecker. Ich glaube, irgendwie bei jeder Wanderung esse ich Käse mit Zwiebeln. Häufig, ja. Ja, ne? Ist halt aber was Feines, oder? Sind wir mal ehrlich. Mache ich noch Tomat drauf? Ich mache noch ein Stückchen Tomat drauf. Den Hund geht spazieren. Außer ein Hie hat er Geld. Toll, echt jetzt? Das war die Tomate. Sehr fein. Ja, Mahlzeit, Leute. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben kein Käkchen dabei. Tatsächlich nicht. Wir haben wirklich kein Käkchen dabei. Wasser, wohl. Die Brauerei pleite dann bei uns. Mhm. Also. Deswegen hat er so vorhin nach zu mir, sind vorbeigefahren. Hm, Dankeschön. Wie heißt der Käse? Schweizer Le Gruyère oder so. Ich würde nur sagen, schreibe es in die Kommentare, wie wirklich ausgesprochen, weil das macht Sinn. Wow. Mach's gut. Mhm.
Ja, Leute, ist es nicht cool, ey? Was für eine affengeile Schaukel, oder? Was für eine affengeile Affenschaukel? Ja, Ben, geh mal gucken, warte mal. Geh mal gucken, was der macht. Ich kann nichts dafür, dass er sich bewegt. Komm her. Komm her. Ben, komm her. Geil. Ja, cool. Ne? Guck mal hier, dein Akku ist fast leer. Mein Akku ist fast leer. Das ist nicht meiner, sondern... Der ist schon lang leer. Meiner ist schon lang leer. Ey, was mir heute Wanderer treffe, ey, verrückt. Und vor allem, ich treffe dieselbe Leute immer wieder, wenn wir so extrem langsam heute laufen. Das stimmt eigentlich, wir sind schon lang fertig. Ja. Wir halten schon ständig an. Also die Tour ist echt schön. Es ist tatsächlich unsere erste Traumschleife, die wir laufen, ja. Ja, Waldmägel, ja. Schande über unser Haupt. Aber der Name passt. Ja, absolut. Ist ein Träumchen. Ja, also wirklich eine ganz, ganz tolle Tour, kann man einfach nur sagen. Schön hier, doch, wirklich. Ja, Ben liegt gleich im Wasser, weil hier so relativ großer Teich. Nee, großer nicht, aber schön. Schöner Teich. Und ja, Ben liegt gleich drin. Das ist der Gras. Wenn wir jetzt hier übernachten würden, würde ich hier pennen. Ja. Geil, das war jetzt auf Hängematte, ich habe Schaukel. Das stimmt, aber die ist verdammt klein. Das ist egal, dann mache ich Embryo. Da. Embryo. Mache ich Embryo, was? Ja, ja. Ach, es tut einfach mal wieder gut draußen sind. Es ist einfach mal wieder schön, eine gemütliche Wanderung zu machen. Ohne Hektik, es ist nicht so heiß. So soll es sein. Brauchst du mir so eine Schaukel in meinen Garten? Nein. Warum nicht? Warum? Mach das selbst. Oh. Freunde. Wir sind keine Freunde, das ist Zweckgemeinschaft. Alles klar. Ruhiger, ich bin raus. Naja, wir gehen weiter. Keine Ahnung, ob auf dem Video was erkennt, aber hier geht's richtig tief in den Berg rein. Ich mach das Handy zu. Wahnsinnsgeil. Ein bisschen mehr sehen. Ben, komm, bleib. Okay, Leute, sorry für das Bildrauschen jetzt, aber ich habe die Isobetten komplett hochgestellt und hoffen, dass ihr irgendwas seht. Also hier wurde ein wahnsinnig großer Gang. In den Berg reingehauen. So, dann gucken wir doch mal, wo wir noch ankommen hier. Das wird alles ein bisschen enger. Und nasser. Ne, hier ist Ende. Nee. Aber das sind jetzt bestimmt gut. Ihr seht da vorne, glaube ich, das Licht von André. Ja, bis wir raus sind, also 50 Meter. 50, 60 Meter. Das ist schon stattlich. Ja. Und vorne weg, boah, 1,50 Meter hoch hier. Schon mal an. Und hier geht doch auch irgendeine Ader entlang, oder? Ja. Eine Erzader, wie es aussieht. Kann man die filmen? Das sieht man das auf dem Video? Ach, sehe ich gleich, wenn ich wieder hier unten bin, ohne zu fallen. Ja. Und wir leuchten einfach nur zu dritt hoch, so kann ich näher dran beim Filmen. Ja. Das glitzert auch richtig. Ja. Komplett durch. Ja. Bis vorne hin.
So. Das füllen wir natürlich mit. Ja, super geil. Das ist alles so klar. Yeah! Ja, geil! Ja, richtig cool. Wir machen die Kamera jetzt nochmal aus. Und ja, dann gehen wir weiter auf den Weg. Ja. Yeah. Aber geil war's. Richtig gut. Ja, Leute, ich glaube, wir haben hier tatsächlich offizieller Treckenplatz gefunden vom Pfälzerwald. Wir hatten eben auch den Hund kurz an der Leine, weil wir Feuer gerochen haben. Ja, Leute, es ist ja alles cool, ja. Wir gehen ja auch auf Treckenplätze. Aber wenn man geht, vor allem hier ist eine Wasserstelle, soll man das Feuer ausmachen. Ja, also ist noch richtig fett Glut, es qualmt noch. Und nicht nur einmal, da hinten auch. Da hinten brennt es sogar noch, wir gehen mal kurz zusammen hin. Ja, es kann vermutlich nicht viel passieren, ja. Aber dennoch machen wir das jetzt mit unserem Wasser aus. Weil ich glaube, so weit ist es nicht mehr. Ja, Eis. Die sind noch nicht lang weg, es ist Eis. Ja, ja. Wir haben ja Wasser dabei, also ich denke, wir machen das auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Denn da vorne sehe ich sogar noch eine Flamme. Und ja, das ist halt nicht cool, ja. Hier sind wir alle umgebiegelt. Ja. Es brennt einfach noch. Leute, was ist los mit euch? Ja. Also jetzt weg, hier war auch ein großes Feuer, ja. Zeigt euch mal. Ja, Leute, das ist scheiße. Man lässt im Wald kein Feuer unbeaufsichtigt. Vielleicht ist hier noch jemand auf dem Klo oder so, keine Ahnung. Aber scheiß Aktion. Ja, wir machen das jetzt aus. Ja, wir gehen da oben jetzt nochmal Wasser holen. Ja, dort oben ist wirklich eine Wasserquelle. Ja, also kein Trinkwasser, aber man kann dort oben Wasser holen. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich, ey. Man kann doch keine 12 Feuerstelle komplett brennen lassen, das geht doch nicht. Also Leute, wenn ihr das seht, warum? Ohne Scheiß, wieso? Und es hat jetzt wirklich lang nicht geregnet, ja. Also es gab mal irgendwie Regenschauer, aber ja, hier ist alles trocken. Ja, wir sind jetzt angekommen. Eigentlich am Highlight dieser Tour. Die Schmidtburg. Die Schmidtburg, also die Ruine Schmidtburg. Aber die macht schon einen mächtigen Eindruck hier. Wir haben gerade eben die ganze Härte voll, wirklich Leute mal einen Treckentour gemacht haben, glaube ich nicht. Aber die haben hier gepennt seit Freitag. Genau, also hier ist auch ein Treckenplatz, wobei der nicht wirklich zu dieser Pfälzerwald-Treckenplätzen gehört, so viel ich weiß, sondern der Burgherr hier, das kann man hier quasi bei dem mieten und kann dann hier auf der Burg pennen. Sollten wir mal machen. Definitiv sollen wir das machen, ja. Wenn ich irgendwie einen Link oder sowas zu finde, mache ich das in die Videobeschreibung. Ansonsten, ja, Schmidtburg. Könnt ihr mal machen. Gucken.
reinziehen. Ach, sehr geil. Lauf nicht ins Licht. Cool war's. Okay, ich habe den Anfang gemacht. Ich mache den Schluss. Ciao. Nee, wir sind jetzt wieder am Auto. Es war eine unfassbar schöne Tour. Absolut. Eine sehr, sehr sehenswerte Tour. Wir müssen zugeben, wir haben uns am Anfang ein bisschen lustig über die Zeitangabe auf dem Schild gemacht. Weil da steht für diese 9,4 Kilometer stehen auf dem Schild. 3 bis 4 Stunden? 3,5 bis 4 Stunden angedacht. Wir sind jetzt, weil wir überall angehalten haben, überall Videos gemacht haben, überall Bilder gemacht deswegen, haben. Deswegen, das Video wird vermutlich sehr lang. Oder es sogar zwei Teile. Habt ihr schon gemerkt jetzt. Ja. Es ist vorbei. Vermutlich habt ihr es schon gemerkt. Sind wir jetzt tatsächlich 5 Stunden gelaufen. Ja, tatsächlich. Aber es war wirklich, es war eine sehr schöne Tour. Es gab an allen Ecken irgendwas Schönes zu sehen. Trekkingplätze, Burgen, Ruinen, Höhlen, Mastimenge. Es waren zwar viel Infos. Ein paar Leute unterwegs. Also es ist ein gut besuchter Wanderweg, aber nicht überfüllt. Definitiv sehenswert. Wer noch nicht hier war, lauf den Weg. Das ist der Wahnsinn. Das ist die Traumschleife, wie heißt der? Hambachtal. Irgendwas mit Haar. Hambachtal. Hanefeld-Dingens. Ja, ich versuche es auf jeden Fall in der, oder ich werde es in der Beschreibung irgendwie verlinke. Und genauso versuche ich euch auch den Trekkingplatz zu verlinken. Oder zumindest irgendwie Seite finden oder sowas. Ich weiß nicht genau. Ja, sehr geil. Wie gesagt, pennen auf einer Burg, legal mit Feuer machen. Das Zeltlager Schmidtburg ist das. Genau. Da haben wir jetzt schon eine Karte gekriegt. Und absolut kostengünstig. Richtig toll. Gut, dann sagen wir mal danke, dass ihr so lange dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Wir hatten Spaß bei der Tour. Es war wieder eine hammermäßig geile Wanderung. Absolut empfehlenswert. Und der Stecker Benni ist ganz heier Bubu. Ich schwitze nur. Ja, toll. Jetzt hab ich, ist das widerlich. Ciao. Ciao.